Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, heute die zweite Folge Alice Ellerbach Staffel 2. Und wir waren ja stehen geblieben bei den Maschinen. Ich habe es mir angeschaut. Und ja, ich muss schauen wegen der Power. Ich habe eh noch. Also ich fahre dann zum Händler und schau, was da ist. Aber ja, fahren wir mal los. Ja, ich muss jetzt dann schauen. Achso, Entschuldigung. Zack. Ich muss jetzt dann schauen, wie das jetzt ist, genau. Mit den Feldern. Vielleicht kann mir der, wenn überhaupt jemand dort ist, der Händler oder so weiterhelfen. Aber ja. Ups. Aber wenigstens ist jetzt wieder hell. Schon hell. Weil im Dunkeln fahren ist echt nichts. Das sehen wir schon, die Maschinen. Jetzt mal ohne RP, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne mitspielen, schreibt es einfach nur in die Kommentare oder ja, oder mir auf Instagram, chesscon_007. Ja. Jetzt geht's weiter mit dem RP. Jo, da gibt es echt viele Traktoren. Ich würde nur gerne wissen. Theoretisch würde ich. Wartet, mein Mikrofon ist hier. Theoretisch würde ich, glaube ich, den Fendt hier nehmen. Weil der passt eh gut zu meinem Hof. Und jo. Okay. Das ist nichts für mich. Der kostet viel zu viel. Jo, mal schauen, wie viel der kostet. Nicht so viel kann er nicht kosten. Eigentlich. Wartet. Schau kurz, wem das Ding gehört. Weil wenn ich. Ja, weil es müsste eigentlich auch uns gehören. Weil ich habe gehört, dass wir einen Gabelstapler hier beim Händler stehen haben. Damit wir auch Sachen einladen können. Und das stimmt auch. Die habe ich letztens bestellt. Und ich finde es gut, dass sie angekommen sind.
Weil ich brauche das echt, weil ich will mit den Hühnern bald anfangen. Und dafür brauche ich halt das Hühnerfutter. Und deswegen habe ich es bestellt. Also letzte Folge habe ich das bestellt. Erst. Und gut, dass jetzt schon da ist. Ich hätte es theoretisch auch lieber lassen können. Ups. Aber das war dann nichts für mich, weil die ganzen extra Kosten. Und für was habe ich mit dem Pickup? Deswegen. Aber wenn der schon mal dort steht, muss ich schauen. Weil ich habe eh auch, mir hat der Händler, ich habe ihn gestern angerufen, da halt letzte Folge, mir hat er gesagt, dass der eh, im Verkauf steht. Und dafür muss ich aber nur meinen alten, Ding hergeben und dann gehört er schon mir Schlüssel stecken. Ja, sorry, dass ich jetzt so fahre. Hä? Ich hoffe nur, dass die drei Packungen. Ich muss jetzt nur Vollgas geben und dann bremsen. Passt. Ja, egal. Wartet. Er hat gesagt, ich soll es einfach hier hinstellen. Er verkauft es dann, wenn er mal wieder da ist. So, Schlüssel habe ich stecken lassen. Mal schauen, ob er es auch hat. Einen kann ich schon mal. Ja, tatsächlich hat er den Schlüssel stecken lassen. Aber eh gut. So, jetzt laden wir noch das Hühnerfutter ein. Ja, so, ich kann das sonst nicht fahren. Bis zur RP, aber anders geht es leider nicht. Ich überlege, ob ich jetzt nur Safety First habe ich noch nie benutzt. Aber ein Ding. Warte. Ich muss mir das leider bestellen jetzt. Ding. Fabrik neu. Gebraucht. So, ja, weil anders geht das nicht.
Warum? Hä? Ich verstehe gar nichts mehr. So eine Frechheit, bin ich ganz ehrlich. Sorry, dass ihr das jetzt mit anschauen müsst. Aber ich habe keinen Bock mehr auf den Cut. Wo ist denn der Hof? Zurücksetzen. Ja, okay. So, jetzt passt alles. Sorry, aber na, ich hätte es sonst nicht machen können. Digga, was ist das? Ja, wenn ich das nicht aufheben kann, dann fahre ich einfach mit dem Gerät hier runter. Und hol das Ding dann ab. Ja, geil ist halt, dass der Pickup mir jetzt gehört. Wie gesagt, mein Fan muss ich noch schauen. Ich meine, der hat ja eine Power und ich muss schauen, welches Ding ich dafür hergebe. Oder ob ich mir ihn so leisten kann. Aber ich brauche auch noch ein bisschen Geld für Kalkdünger, wie auch immer. Ich weiß ja nicht genau, was ich noch alles brauche. Aber das müsste eigentlich meine Wiese sein, weil ich habe in einem Brief bekommen, da drin ist gestanden, dass mir alles vererbt wurde. Darum musste ich wahrscheinlich auch herkommen. Was sollte ich herkommen? Und jetzt muss ich nur noch schauen, weil ich soll den Hof bewirtschaften. Das war der letzte Wunsch meiner Großeltern. Und ja, jetzt muss ich noch schauen, wie was man. Erst. So. Jetzt ist es zwar länger. Aber das macht nichts. So. So, dann haben wir mal eine Schaufel, die ist ganz wichtig. Und jetzt schauen wir mal darunter. Ach, ich muss echt aufpassen. Weil Ballengabel brauche ich da auf dem Gerät eh nicht. Oder? Ist das schlau? Weiß ich nicht. Das ist echt eine schwierige Aufgabe, weil davor habe ich nur ein bisschen mitgeholfen auf dem Hof. Aber jetzt alles alleine und alles selber wissen, machen, wie auch immer. Aber ich frage mich, warum die keine Dinge gehabt haben. Keine Ballen, keine Gabel halt. Geil ist halt jetzt, ich kann jetzt einfach das Ding mitnehmen, eins von den Hühnerfutter.
Wartet. Ah, da steht auch noch so ein Lieferwagen. Ist das so? Tieflader. Mann. Ich hab's perfekt, also fast perfekt gehoben, geil. So. Ich will, also, es wäre, glaube ich, schlauer, dass ich, wenn ich den Fendt wirklich kaufen sollte, wenn ich dann noch schaue, ob ich noch irgendwelche Geräte oder so brauche, mit Düngestreuer oder so. Und das dann mitbestell gleich, weil ich glaube, das Angebot ist eh noch. Oder halt. Man bekommt, glaube ich, eh noch Rabatt, wenn man mehr kauft. Aber ja, wenn, dann würde ich hier nur gebraucht Sachen kaufen. Weil neue Sachen ist echt nichts. Ist zu teuer erstens. Und zweitens macht auch ein gebrauchter Düngerstreuer oder gebrauchter Pflug oder wie auch immer. Also, da bin ich ehrlich. Ich muss überhaupt noch schauen, wie viel ich jetzt haben werde, weil jetzt habe ich alles, was ich für die Hühner brauche. Zwei Premium Chicken Feeds, keine Ahnung. Halt Essen für die Hühner. Eigentlich ist das eh nur Weizen. Aber solange ich noch nichts anbauen kann oder noch nichts angebaut habe, habe ich auch nichts anderes. Okay. Und ich hoffe auf jeden Fall, erst Digga, diese Lenkung. Jetzt habe ich zwar nicht realistisch, aber jetzt habe ich. Ach egal, ich stelle es einfach da hier. Was soll schon schief gehen? So. Ein Hahn brauche ich auf jeden Fall. Aber ich weiblich oder braune Hühner. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Einen habe ich. Eins, zwei. Immer eine Mischung. So. Digga, wie viele Hühner passen da bitte rein?
Arte. Ich mach's, weiter drin ist das Huhn deiner Wahl, wenn Eier zum Verkauf. Nee, eigentlich. Aber ich überlege, wie viele Hühner überhaupt in den kleinen Stadion passen. Natürlich mache ich so viel, wie es geht, aber ja. Seht ihr, bereits erschöpft. Bestätigen. 574 Euro. Ist ja nicht so viel. Also. Passt eigentlich, weil die können auch jederzeit da rausgehen. Den mache ich da noch auf, oder können die da irgendwie. Ja, die können da rein. Das passt schon mal. So. Zugemacht. Dann nehmen wir hier den hier und fahren noch mal zum Händler runter. Und dann ist auch Schluss mit dieser Folge. Jetzt wird es keine Zeitraffers mehr geben. Außer vielleicht beim Feld ansehen oder so, da weiß ich noch nicht ganz genau, wie was wann. Wird eher alles sich zeigen oder wie man das sagt, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Jo. Das mit den Feldern anschauen und alles machen wir nächste Folge und ja. Aber ich habe auch nicht das Zeitraffer bei Feldern sind, weil so große Felder habe ich auch nicht. Und so große Felder will ich auch eigentlich nicht haben. Deswegen, ja, wird sich hier alles zeigen. Jo. Ich habe mich entschieden, ich kauf noch den Fan dazu. Wir werden ihn in der nächsten Folge sehen, weil ich bestelle ihn jetzt dann. Und in der nächsten Folge hoffentlich wird er da sein. Auf jeden Fall werden wir dann sehen, ob ich einen Charakter verkauft habe oder nicht. Oder wie das jetzt genau ist. Aber ja. Was der Traktor da drin macht, weiß ich auch nicht. Ja, brauche ich zur Info. Ich nehme immer 4 Folgen am Stück auf. Das heißt, ich darf 4 Folgen aufnehmen und erst nach den 4 Folgen kann ich auf eure Kommentare eingehen, falls ihr welche schreiben würdet. Jo. Wir fahren jetzt noch schnell nach Hause. Und das Abladen stellen den Frontlader zurück und nächste Woche Folge sehen wir, was unsere Felder genau sind und hoffentlich ist dann auch unser
Event da. Ich weiß noch nicht genau, welchen von denen, was da stehen, ich nehme. Was ich reimt, aber egal. Weil ich brauche eine mit sehr viel Leistung. Deswegen muss ich mal hier noch überlegen. Aber ich glaube, der Fantasy einer mit sehr viel Leistung. Und ja. Digga, ich sollte mir echt das Feld hier kaufen, weil so oft wie ich da schon drüber gefahren bin. So. Einmal einparken. Der muss eh woanders hin als die. Als die anderen Geräte. Hätte ich nur keinen Hahn gekauft, aber jetzt ist es auch schon zu spät. So. Auf jeden Fall, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Bleibt schlau. Ciao, ciao.